morning in the morning und willkommen zu einem neuen Review von OLED. Ja, momentan sind wir noch bei OLED-Lampen. Jetzt bald kommt aber auch S-Bit unter anderem. Also wir kommen auch langsam mal von Lampen weg und ich zeige euch andere Sachen. Aber, weil gerade war letztens sich welche für die Lampen interessiert hatten und sagten zum Spazierengehen mit dem Hund und so, und da habe ich mir gedacht, okay, mit der Lampe ist das vielleicht ein bisschen too much mit, ich glaube, 600 oder 700 Metern Leuchtweite. Das wäre ein bisschen hart. Und deswegen, es ist auch wieder ein Sale. Sollte es anders sein. Ich glaube, jetzt am 29. kommt ein Sale. Wenn man da bestimmte Lampen kauft, kriegt man, ich glaube, eine von denen. Auf jeden Fall diese hier. Die i5T ist das, glaube ich. Ja, i5T. Und zwar ist das in einer speziellen Farbe. Die bekommt man halt gratis dazu. Und ich gehe aber gleich noch ein bisschen weiter drauf ein. Und die i3T. Ne? Beides sehr schöne kleine Lampen, die man eigentlich immer unterwegs dabei haben kann. Ich zeige euch das mal. Also diese kleine, die i3T, die habe ich tatsächlich hier so in mein Portemonnaie geklippt. Nee, Blödsinn. So, in mein Portemonnaie geklippt. Man packt das so zusammen, ne? Und da ist einfach die Lampe drin. So klein ist die, ne? Und von der Lumenzahl, ich weiß, ich will euch jetzt gar nicht damit mit diesen technischen Sachen, da bin ich ja eh hier der Falsche. Die i5T, die hat 300 Lumen, das stärkste. Und die andere hier, die i3T, hat 180 Lumen. Ich werde auf jeden Fall Bildmaterial gleich einblenden oder vielleicht sogar jetzt schon einmal von der i3T, die etwas kaltweiß ist, finde ich. Bin ich nicht so der Fan von diesem kaltweißen. Was ich wiederum gut finde, ist, hier kommen normale Batterien rein. Also wenn da die Batterie leer ist, kann man in jedem Supermarkt einfach ganz schnell sich wieder Strom holen. Also auch für Wanderungen und so ist es eigentlich optimal. Muss man nicht immer gucken, hat man die Akkus geladen und dies und das, ne? Ist mir nämlich schon mit der passiert. Mitgenommen, Akku leer. So. Und hier hat man da ganz schnell Ersatz besorgt und ja. Einmal klicken ist dieser kleine Modus wie immer. Und zweimal klicken, da hat man dann den starken Modus. Und 180 Lumen hört sich vielleicht erstmal wenig an, wenn man das von den anderen gewohnt ist. Aber reicht vollkommen aus. Vor allem, weil die so klein ist. Ich persönlich finde die hier aber besser, auch wenn die nicht in mein Portemonnaie passt. Auch diese wird betrieben mit einer Batterie, mit der größeren Variante. Ich glaube, das ist AA, ne? Ja, AA-Batterie. Also kann man auch immer wieder überall holen. So. Übrigens natürlich alles wertig und so. Braucht man gar nicht drüber reden, ne? Das wisst ihr ja. Dann diese Clips, man kann die einmal so in die Hosentasche klippen oder so an eine Cappy zum Beispiel. Ne, also kann man überall auch befestigen. Und hier ist auch einmal klicken der leichte Modus. Und das ist ein schöner gelblicher Modus, also das ist nicht so ein kaltweiß. Und zweimal klicken ist dann hell. Heller, 300 Lumen. So. Und hat eine sehr schöne Farbe. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was für eine Farbe das ist. Auf jeden Fall ist das diese Special Edition. Ich hätte genau andersrum filmen müssen. Vom Licht weg, ne? Nun ist es so. Also ich finde vom Lichtverhalten die hier tatsächlich besser. Man sieht das, glaube ich, ein bisschen. Die eine ist so gelblich, die andere ganz weiß. Also ich werde jetzt, ich gehe ja jetzt auf Tour, deswegen bin ich hier mitten in der Vorbereitung. Da unten ist das ganze Zeug, Zelt, dies, das. Ich werde tatsächlich die hier mitnehmen, weil die ist einfach für mich, ne? Also ich mag dieses Licht einfach. Die werde ich als kleine Taschenlampe, wenn ich im Zeltplatz irgendwie auf Klo gehen muss oder so,
Da werde ich nicht den Wumms, den Bummer hier mitschleppen, den Kambenzmann. Damit weckt man eh alle auf. Und klar, gibt es auch kleine Stufe, aber das ist so schön klein. Und das werde ich mir hier einfach in meinen Kulturbeutel, den ich habe, werde ich hier reinschmeißen. Muss mal gucken, ob ich den irgendwo befestigen kann. Muss ich mal gucken. Und dann habe ich die immer bei, wenn ich abends auf Klo muss oder so, dann nehme ich die mit. So, beide findet ihr unten in der Beschreibung. Wie gesagt, das ist ein Sale. Ich blende das hier ein, weil ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für ein Sale ist. Es lohnt sich auf jeden Fall immer. Ich glaube, teilweise bis 40-50% manchmal. Also Olight macht da schon sehr gute Sales. Also sind da manchmal Lampen, die kosten normalerweise 150 und dann kosten sie nur noch 80. Nur so ein Beispiel. Aber guckt am besten unten in die Beschreibung und wie gesagt, eingeblendet wahrscheinlich die Sales. Und ich bin an der Stelle raus. Morgen kommt ein Tourenvlog und bis bald.